Das Wetter ist schön, die Ernte steht bevor, doch Erik wird in der nächsten Zeit sein blaues Wunder erleben. Damit herzlich willkommen zur vorletzten Episode von Hof Generation. Game World. Oh, es ist endlich soweit. Ich muss erstmal ganz schnell einstreuen hier und dann kann ich auch endlich bald mal anfangen zu ernten. Das wird schön, das wird schön. So, hier ist nämlich gähnende Leere im Stall und das geht natürlich gar nicht. Da muss ich ein bisschen was dagegen tun. So, okay. Dann fahren wir hier mal rein und los geht's, das Ganze. So, na, seht ihr mal. Das sieht doch gut aus. So, jetzt sind natürlich meine Tiere erstmal wieder gut versorgt. Und ich kann mich jetzt um die Ernte kümmern, um den Mähdrescher muss ich mich kümmern. Der muss natürlich jetzt erstmal auf Vordermann gebracht werden. Ja, und dann geht's los. So, jetzt muss ich mal gucken, wo ich das Ding am besten hinstelle hier. Hier. Ja, genau. So, mal schnell abhängen. So, gut, okay. Naja, dann würde ich sagen, fahren wir den mal schnell weg, weil den brauchen wir ja jetzt gerade erstmal nicht. Ah, ich muss noch unbedingt das Futter hier wegräumen, ey. Das ist ja auch noch ganz, ganz wichtig. Oh, da hat ein Wendekreis wie ein Bus, ey. Das geht gar nicht. Naja, kommt sowieso bald raus. Das Ding kommt sowieso bald weg. So, gut. Na, dann schauen wir mal. So, also. Habe ich eigentlich das Maisgebiss hier hergelegt? Verstehe ich jetzt gar nicht. Na, mal gucken. Ich muss mal sehen, wo ich das jetzt hinfahre. Fahre ich das hier rüber? Nee. Nee, das wird Quatsch. Nee, ich fahr's zurück. Ich fahr's jetzt erstmal hier drüben hin. So. Genau, wir stellen das mal hier ab. Wird schon. So. Gut, jetzt muss ich erstmal überlegen, wo hab ich denn. Wo hab ich denn das andere hingelegt? Das müsste eigentlich noch drüben sein am Hof. Da muss ich jetzt mal gucken. Na, ich fahr mal rüber, mal sehen. So, na gut. So. Ah ja, jetzt gibt's viel zu tun. Es ist auf alle Fälle erstmal Erntezeit. Und ich freue mich, dass ich hier, ja, einiges ernten kann, endlich. So, gut, hier haben wir's ja. Zack und zack. Aber ich komme jetzt bestimmt nicht drüben von der Breite her durch. Ich muss mal gucken.
Also hier sowieso nicht. Oder? Nee. Nee, kann ich vergessen. So, hier sowieso nicht. Hier komme ich durch, auf alle Fälle. So. Zack. Und zack. So, jetzt muss ich mal gucken. Aber also hier vorne komme ich, glaube ich, nicht durch. Ich denke, ich muss hinten reinfahren. Na, mal gucken. Ich probiere es mal aus. Es kommt ja jetzt zum Glück erstmal kein Auto. Genau. So. Nee, hier passe ich nicht durch. Das kannst du vergessen. Ja, doch. Mein Gott. Hier ist Erntezeit. Und das ist ja hier keine Hauptverkehrsstraße. Ja. Gut. Also keine Hauptstraße. So, gut. Naja, dann wollen wir mal, hä? So, das passt. Schnell Strohablage einschalten. So. Na, dann wollen wir mal. Das Feld hatte ich ja noch schnell gekauft. Also von jemand abgekauft, da stand ja schon alles drauf, also er hatte das angesät. Ja, das habe ich jetzt einfach schnell noch vor der Ernte gekauft. Sehr gut. So. Ich glaube, hier hinten bin ich in meinem Leben noch nie lang gefahren. Hier hinten war ich, glaube ich, noch nie. So, gut. Na, dann wollen wir mal. Es hat sich auch nicht geklärt bis jetzt mit dem Herrn Geiz, ne? Das ist auch noch so ein Ding. Das Auto wurde abgeholt, wie ich gehört habe, aber ich habe nichts weiter gehört. Hab das der Polizei gemeldet. Ja. Und mit dem Fass weiß ich jetzt auch nicht mehr so genau, was da los ist. Okay, da würde ich sagen, setzen wir um. Ah, das hat gut gedroschen. Sehr, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Klasse. Na gut, dann setze ich hier mal um. Ach Mensch, war das eine gute Ernte dieses Jahr. So, ich habe jetzt einen Telefonanruf gekriegt. Ich soll zur Fabrik mal hochkommen. Und, ja.
Mal sehen, was da oben los ist. Aber ich bin immer noch froh über diese Ernte, die wir dieses Jahr hatten. Und bis auf den letzten... Ja, wie soll ich mir sagen? Bis aufs letzte habe ich das geschafft dieses Jahr. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Muss ich wirklich sagen. So, gut. Kämpfen wir uns mal durch den Schnee, denn dieses Jahr ist der Winter sehr, sehr extrem. Also wirklich richtig extrem. So, na mal gucken, was mich da oben jetzt erwartet. Und es ist auch verdammt rutschig, ey. So, oh, kommst du hier hoch? Ja, gerade so. So, na mal gucken, was da oben los ist. Kann ja eigentlich jetzt nichts Schlimmes, Großes sein. Gehe ich mal davon aus. Wow, 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 wow. Oh. Und das geht schon... Ach, 4, 5 Wochen geht es schon so jetzt hier mit diesem Wetter, ey. Das ist... Also dieses Jahr ist es ganz heftig. Ich kann so froh sein, dass meine Ernte alles trocken noch reingekommen ist. Also das ist schon ziemlich, ziemlich gut. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ich hier hin muss. Man sieht ja überhaupt nicht, wo ich hin muss, ey. Das ist ja auch richtig krass. Hier. Ah ja, jetzt bin ich wieder auf der Spur. So, gut. Oh Gott, ist das rutschig. Aber der Lader, der macht alles mit. Der macht alles mit. So. Oh, je. Ich muss aufpassen, dass ich ja hier nicht die Einfahrt verpasse. Hä? Was war denn das? Das sah doch aus wie Blaulicht. Was ist denn hier los? Ja, hier ist Blaulicht. Hä? Was passiert denn hier? Ist hier irgendwas passiert? Was ist denn hier los? Hä? Schwarze Autos? Polizei? Keiner sitzt drin? Hallo? Ist hier irgendjemand? Muss ich mal hinters Haus gucken. Das verstehe ich jetzt ab. Hier Polizei? Hä? Was ist denn hier los? Hallo? Ey, hallo? Ist hier jemand? Hallo? Aber hier oben drin ist Licht. Die sind in der Firma. Das verstehe ich jetzt aber nicht. Hallo? Ey! Ach, dort ist jemand. Hier hinten ist jemand. Hallo? Leute, was soll denn das jetzt? Ja, ich mach doch meine Hand nach hinten. Was soll denn das jetzt? Hä? Ich hab gar nichts gemacht. Was wollt ihr von mir? Ich hab gar nichts gemacht. Warum bin ich verhaftet? Was soll das? Ja, ich gehe ja zum Auto ganz langsam. Mein Gott. Verstehe ich jetzt aber überhaupt nicht. Ich bin verhaftet. Hä? Warum bin ich verhaftet? Herr Kommissar, könnten Sie mir mal erzählen, um was es geht? Keiner redet mit mir. Auch sehr schön. Was ist das denn jetzt?
Das verstehe ich jetzt aber nicht. Oh Gott, ey. Was soll ich denn verbrochen haben? Ich verstehe es gar nicht. Ich bin festgenommen, ich bin sprachlos. Ich bin absolut sprachlos. Also absolut sprachlos. Und ich habe keine Ahnung, was das jetzt soll. Vor allem habe ich keine Ahnung, wie ich da jetzt wieder rauskomme. Ich glaube, ich brauche einen Anwalt. Die stecken mich jetzt ins Gefängnis. Aber warum? Wieso? Ja, ich gehe ja schon raus, mein Gott. Es ist ja ein bisschen schwierig. Ja, ihr Lieben, die vorletzte Folge von Hof Generation, beziehungsweise in der Staffel 1. Ob es eine Fortsetzung geben wird? Keine Ahnung. In der letzten Folge klären wir natürlich auf, warum Eric Felder hier ins Gefängnis muss. Oder können wir es doch nicht klären? Schaltet wieder ein, wenn es heißt Hof Generation nächste Woche. Ihr Lieben, lasst die Glocke auf aktiv, lasst ein Däumchen da. Bis dahin, tschüss und ciao.